Hier nachher nehmen wir gleich noch E-Textur auf. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin mal echt gespannt, weil ich habe keinen Bock auf Lex, sag ich dir ganz ehrlich. Weil dann, das macht dann für mich auch gar keinen Sinn. Ne, das hatte ich damals ja schon gehabt, bei wo ich gestreamt habe. Und Call of Duty ist ja sowieso so eine Frames-Ho. Ne? Es ist ja unglaublich, was das an Leistung zieht. Und da konntest du wirklich, das war nicht streambar. Das war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht streambar. Aber vielleicht bräuchte der PC wirklich mal nochmal einen Refresh, ne? Sollte man ja eigentlich mal immer wieder machen. Ja, aber da muss ich gucken. Ich meine, eine externe Festplatte habe ich. Ne, dann müsste ich da meine aktuellen Folgen und so und alles, was mir wichtig ist, da vielleicht mal drauf machen. Ja, müsste ich schauen. Es ist halt so, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich müsste gleich mal... Es macht keinen Sinn mit diesen Mikrolecks, ne? Ich verstehe es nicht. Davor war es ja auch nicht. Das ist ja das Ding. Und das regt mich so auf. Ich meine, gut, wenn man das natürlich hier als Timelapse macht oder als Speedrun, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Ne, dann wäre es ja egal. Dann würde man es vielleicht nicht bemerken. Nur zwischendurch, wo dann halt die Megalecks waren. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich verstehe auch nicht, was so viel frisst, weißt du? Ich habe Minecraft ja nochmal 2 GB mehr zugewiesen. Vorher 8, jetzt 10. Vielleicht lag es auch daran, dass 10 einfach zu viel ist. Und 8 vielleicht ideal war. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, im Hintergrund läuft auch nichts. Außer natürlich jetzt die Musik. Aber ich weiß es nicht. Vorher hat es ja auch funktioniert. Weißt du, das ist ja immer dieses Ding. Vorher hat es ja auch funktioniert. Und dann plötzlich ist irgendwas wieder anders. Und zack, hast du solche Probleme. Und ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Ja, ich mache jetzt nochmal die eine Ebene hier und dann, na, muss ich mal schauen. Das tut mir natürlich sehr leid. Und das verzögert natürlich mein Vorhaben, das ich ja vorhin noch so groß angekündigt habe, natürlich wieder um, ja, einige Stunden. Keine Ahnung, je nachdem. Ich weiß es nicht. Man muss halt schauen, wie es jetzt ist. Oder man sagt einfach, okay, pass auf, ich nehme das jetzt so, wie es ist. Wenn es halt zwischendurch nur diese Mikrolags sind, dann okay. Ne, sei verziehen, weil alt und Minecraft und so. Aber es, das Ding ist halt, es war ja vorher nicht, ne? Es war ja vorher nicht und das ist ja dieses Ding. Wir müssen das einfach mal beobachten, glaube ich, ne? Wir müssen das einfach mal beobachten und schauen, was passiert. Ich möchte natürlich jetzt auch nichts an der Wand jinxen. Nee, den Teufel nicht an der Wand malen. Ne, schauen wir einfach mal. Das Ding ist, gerade ist dann auch nochmal OBS. Ich weiß nicht, ob das der Minecraft-Launcher per se war, der momentan so Probleme macht. Weil bei dem ging gar nichts mehr. Ne, OBS hatte er ja, wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall rausschneiden, muss ich gucken. Gar nicht mehr reagiert, also das war wirklich wie eine Zeitlupe. Und so langsam hatte ich den Rechner noch nie. Ne, es könnte sein, dass es wirklich der Rechner ist. Oh, wir sind schon wieder voll. Oh, sehr schön. Was hier auch noch so ein bisschen fehlt, ist so eine Trashcan, ne? Wie wir es bei Dings gehabt haben. Bei Order Mods 8. Vor allem gehabt haben. Wir haben es ja immer noch. Aber ich glaube, so langsam hat... Ich wollte es gerade gesagt haben. Kann auch sein, dass hier zu viel rumliegt. Naja, ich habe keine Ahnung. Es tut mir so im Herzen weh. Ja, hier auch, ne? So, ich schmeiß das jetzt einfach mal hier rein, ne? So, zack. Sortieren, egal. Hauptsache erstmal rein da in eine Bambule.
Hatte ich nicht, warte mal, hatte ich das Fleisch nicht eigentlich hier reingepackt, sage mal? Ach so, ja, stimmt. Ah, ja. So geht das ja nicht. Naja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ne, wie gesagt, ja. Lecks und so zwischendurch kann man verstehen, aber wenn es dann wirklich dauerhaft ist, ist halt echt nervig. Naja, wir schauen mal. Kann auch, ja. Ich will halt nicht zu viele Theorien aufstellen, woran es liegen könnte. Ne, es ist halt, ja, belastend. Aber ich glaube, wir kommen hier ganz schön gut durch, auch mit dem Terraform, ne? Ja, wir müssen halt gucken, bis wann das reicht. Ich denke mal, bis zur Mitte da. Ich meine, das hält natürlich hier auch Mass auf mit dem Stein. Aber das kriegen wir hin. Ne, wir sind ja, des Terraform sind wir ja schon gewohnt. Ja. Auch wenn es manchmal länger dauert. Und es gehört halt dazu, ne? Klar. Das werden jetzt ein paar Folgen Terraform sein. Ne? Ich denke mal höchstens 10. Oder vielleicht auch, ja, okay. Ja, das wird schon ein paar Stündchen dauern. Ja, was heißt ein paar Stündchen? 2 Stündchen. Sag mal 10 Folgen. Oder 8 Folgen. Sag mal so 8 bis 10 Folgen. Aber dann wären wir immer noch bei Folge 35 erst. Weißt du, wie ich meine? Und wir haben halt, ja, weil halt, 15 Minuten. Aber hier lichtet sich das ja auch, ne? Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, da lichtet sich's ja auch, aber nein, tut es nicht. Ja. Und ich möchte ja auch eigentlich immer in einer guten Qualität, ne, nicht der besten, die beste muss es nicht sein, aber schon in einer guten Qualität abliefern. Das ist ja wirklich auch dann in meinem eigenen Interesse. Ich muss mich nicht stetig verbessern, weil dafür reicht dann halt auch einfach die Zeit nicht. Oder halt auch finanziell halt auch einfach nicht, ne? Das kannst du halt einfach, es geht halt einfach nicht. Deswegen machen wir das ja immer noch hier alles ein bisschen Lowbob-mäßig. Aber es muss ja nicht ganz Lowbob sein, ne? Wie gesagt, die Thumbnails hier werden auch einfach Lowbob sein. Da wird dann irgendein altes Minecraft-Bild sein. Oder von der Version 1, wie auch immer. Und dann halt wieder normale Nummerierungen. Von 001 bis 100. Ne? Also ganz normal. Weil ich denke mir halt, warum halt noch mehr Zeit rein investieren, wenn es halt so... Ja, was heißt mehr Zeit rein investieren, ne? Ich investiere ja gerne Zeit hier rein. So ist es ja nicht, aber wenn ich das nur machen würde, dann hätte ich überhaupt gar nichts mehr. Weißt du, und das Ding ist halt, man muss ja auch ein paar Verpflichtungen eingehen. A, arbeiten natürlich, aber abseits vom Arbeiten hast du ja noch Termine. Du musst auch mal einkaufen, du musst auch mal die Bude machen. Du gehst vielleicht auch mal raus, bist unterwegs. Ne? Wenn ich natürlich den ganzen Tag Zeit hätte, von morgens bis abends, dann wäre das kein Problem. Dann wäre das wirklich kein Problem, ne? Siehe auch, wo ich die Zeit lang krank war, mit dem Rücken, hast du ja gesehen. Ne? Zack, 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 folgen, folgen, folgen. Ja. Ne? Und das ist halt so, da muss man halt dann immer nochmal wieder ein bisschen abwägen. Ich weiß, ich erzähle das 1000 Mal, aber es muss einem ja auch irgendwo dann auch klar werden, ne? Klar, ich möchte mich auch nicht immer jedes Mal rechtfertigen, weil das so ist und wie das auch so ist. Aber ich möchte es halt einfach nochmal gesagt haben, weil, nehmen wir mal an, ich bin, oder ich habe keinen Bock auf Arbeiten, ne? Ich kenne da den einen oder anderen, oder ich kenne da eine sehr, sehr spezielle Person, auch tatsächlich aus dem Bekanntenkreis, fast mein Alter, einfach keinen Bock auf Arbeit. Das will er nicht machen, das will er nicht machen, das will er nicht machen, wo du dich fragst, was willst du denn überhaupt? Ne? Kein Arbeitgeber der Welt wird dich einstellen, wo er im Lebenslauf sieht, ja, was haben sie denn die letzten Monate, die letzten Jahre gemacht? Ja, nichts. Ach so, okay, ja, tschüss, auf Wiedersehen. Ne? Das ist halt so. Und wenn ich dann diese Person wäre und dann auch Geld bekomme fürs Nichtstun, fürs wirklich Nichtstun, dann könnte ich auch sagen, ja, ne,
Ich meine, ich wäre nicht so einer, der bis spät in die Nacht macht und dann halt, klar, das war ich auch mal, aber ne, mit dem Alter wird man halt ein bisschen schlauer, dass man halt abends früh ins Bett geht und dann morgens halt direkt loslegt, weißt du. Und dann hätte man auch alle Zeit der Welt. Man hätte alle Zeit der Welt. Man kriegt seine Termine hintereinander. Hier, pipapo. Ne? Es ist halt einfach so. Dann kriege ich das auch hin. Ne? Ich meine, so professionell wie jetzt die richtig großen Never Ever. Da haben die ja ihre eigenen Leute für, die das machen, die das wirklich professionell können. Aber ich als Laie, nein. Ne? Aber ich hätte natürlich Zeit, mich viel mehr dazu beschäftigen mit. Ne? Weil ich ja den ganzen Tag Zeit habe. Und das ist halt so, glaube ich, so ein großes Problem. Ne? Allgemein halt, dass die Leute, auch die jüngere Generation, einfach keinen Bock mehr hat auf Arbeiten. Ne? Und das, muss ich sagen, kotzt mich einfach an. Es kotzt mich wirklich an. Weil es kann nicht sein, dass unser einer sich den Arsch aufreißt für andere, die ihr Leben chillen, am besten noch bei Hotel Mama wohnen, Mama dann, leider muss man sagen, dann so dumm ist und denjenigen oder diejenige dann noch durchfüttert. Weiß ich nicht. Klar, natürlich, das muss dann jeder selber für sich entscheiden. Aber, nee, da krieg ich echt das Kotzen. Weil das muss wirklich nicht sein. Ne? Ich kann's nicht verstehen. Ich kann's auch einfach nicht nachvollziehen. Diese Einstellung dahinter. Ne? Aber gut, wie gesagt, jeder ist sein Glückes Schmied, jeder ist auch sein Lebensschmied, ne? Da muss jeder selber mit klarkommen. Aber solche Leute brauchen bei mir halt einfach gar nicht ankommen, weil ich das dementsprechend direkt per se ablehne. Ne? Ich will mit den Leuten nichts zu tun haben, weil diese Einstellung mir einfach auf den Sack geht. Ne? Leute, die wirklich, sagen wir mal, krank sind oder wie auch immer Unfall hatten, pipapo, die ja wirklich arbeiten wollen, aber halt nicht können, das ist halt eine ganz andere Schiene. Denen soll auch gerne geholfen werden. Aber die ganzen, wenn ich es mal sage auf Deutsch, Schmarotzer, den müsste man wirklich alles streichen. Ne? Wenn du das allein siehst bei, ich weiß nicht, Hartz und Herzlich und keine Ahnung, Armes Deutschland oder so. Ich habe kein Geld. Ja, nee, ist klar, aber drei Tabakboxen 50er auf dem Tisch, ne? Die Bierkasten, am besten noch das Gute von Krombacher. Da frage ich mich, ja. Und natürlich machen die das, weil, oder auch rauchen oder auch trinken, weil sie halt den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Es ist halt einfach so. Ne? Oder auch Schulden machen. Immense Schulden machen und dann sagen, ja, ich kann es nicht bezahlen. Also, selbst eine 50-Euro-Rate im Monat ist mir zu teuer. Wo du dir denkst, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ne? Aber Hauptsache dicke Fernseher, dicke Handy. Ne? Was ist denn los? Ne? Und das finde ich halt so eine absolute Frechheit. Aber man kann sich über dieses Thema echt genug aufregen. Am Ende wird sich eh nichts ändern. Ne? Es wird immer so bleiben. Natürlich ein Quäntchen Hoffnung bleibt natürlich immer, dass sich vielleicht mal irgendwann mal was ändert diesbezüglich. Aber ich denke nicht. Ne? Vor allem das Ding ist halt, es ist kein Wunder, dass gewisse Berufe aussterben, dass gewisse Berufe Personalmangel haben, weil diese Leute einfach keinen Bock zu arbeiten haben. Ne? Ist halt einfach so. Guck dir doch allein Pflegepersonal oder auch an der Bahn kann ich das natürlich auch verstehen, Personalmangel. Weil die Leute auch keinen Bock
haben zu arbeiten. Die wollen einfach einen gechillten Job haben, wo sie nicht viel machen müssen, aber das dicke Gehalt einziehen, weißt du? Wo du dir denkst, sag mal, nein. Also deswegen, ja. Das ist halt diese Mentalität, die kotzt mich wirklich an. Oder was heißt Mentalität? Diese Einstellung. Ne? Diese Einstellung alleine, das kotzt mich so an. Und da hat man dann auch irgendwann keinen Nerv mehr drauf. Weißt du? So, warte mal, ich pack das mal hier rein. Und das pack ich auch mal hier rein. Das kann auch da rein. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Ja. Wir bräuchten wieder Eisen, ne? Wir müssten bald wieder auf eine Dingsfarm gehen. Auf eine Dingssuche. Höhlentour, mein Gott. Auf eine Dingsfarm. Auf eine Dingssuche. Höhlentour. Das müssten wir bald mal wieder machen. Oder halt dafür echt Stein nehmen, aber dann dauert es natürlich noch ein bisschen länger. Ja. Wollte ich das eigentlich auch hier wegmachen? Nee, ne? Oder? Eigentlich gehört es mit dazu, ne? Ich bin halt so einer, ne? Eigentlich theoretisch könnte man auch erst machen, okay, pass auf, wir machen erstmal hier die Erde weg. Aber dann denke ich mir so, ich will das natürlich dann Ebene für Ebene haben. Damit ich weiß, wo muss ich noch machen und wo nicht. Weißt du? Klar, mit dem Stein, das wird jetzt echt noch... Ich meine, da kommt jetzt auch eine größere Ader wieder Gravel. Das ist sehr schön, das freut mich. Ist halt die Frage, ob wir dementsprechend dann einfach erstmal auf Stein umswitchen oder halt dann zur Abwechslung mal wieder eine Höhlentour gehen. Ne, dass das dann uns vielleicht dann... dass das dann unser kleines Projekt dann auch hier mit wird, weißt du? Diesen... Hilfe! Entschuldigung, diesen Berg abzutragen. Aber warte mal. Nee, ist gar nicht mehr so viel. Ja, guck mal an. Da lichtet sich das schon. Okay. Stimmt, das hatten wir ja auch gesehen, ne? Dass das hier so ein kleiner Überhang ist. So, pass auf, dann machen wir das doch mal hier alles weg. Zack, 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 zack. Ne, dann wissen wir da nämlich Bescheid. Dann könnten wir vielleicht theoretisch für den letzten Kobbel, auf Stein umwandern. Ne, das könnten wir vielleicht machen, weil... ja, wir schauen einfach mal, ne, wie weit wir jetzt hier kommen. Ich denke mal nicht mehr allzu weit. Aber das soll sich ja nicht noch länger ziehen, als es sein muss, ne. Wenn wir jetzt wirklich sagen, dann gehen wir nochmal in eine Höhle rein, dann suchen wir uns nochmal eine Höhle aus. In der Hoffnung, dass wir da viel Eisen finden. Kohle natürlich auch sehr gesehen. Und dann halt nochmal herstellen und dann weitermachen. Ne? Und dann kommen wir wirklich so, ich denke mal, ab Mitte des Let's Plays dann halt mit dem Bauen anfangen. Ne? Ist halt so. Ja, es ist halt so. Aber das Ding ist halt, dass natürlich will man natürlich auch immer, ne? Du kennst mich ja, ich will immer ein bisschen zwischendurch mal ein bisschen was anderes zeigen. Deswegen ist ja auch dieses, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier für ein Let's Play so ist, Terraforming, aber es ist halt so, ne, es gehört halt dazu, es war halt damals Minecraft oder ist heute auch immer noch Minecraft, dass man halt viel terraformen muss. Und halt auch sehr lange. Ne? Das ist halt so, ja. Ich müsste gleich mal was essen. Pass auf, ich mach mal nochmal die Ebene hier eben. Und dann hau ich mir mal eben zwischen den Kiemen. Aber er hat sich auch gefangen, ne? Ich will es nicht wieder beschreien, aber ich glaube, Minecraft hat sich wieder gefangen. Gott sei Dank. Warte mal, wie viel ist das denn? Warte mal, ich will mal kurz gucken noch hier. Nicht mehr viel eigentlich, ne? Ich mach mal einfach mal aus Dunst. Obwohl, nee, das wäre nicht schlau, wenn ich jetzt hier in der Mitte ein Loch reinmache, damit ich sehe, wie weit es noch da reingeht. Aber viel müsste es eigentlich gar nicht mehr sein. Ne? Weil sonst, klar, ich könnte es natürlich wieder zubauen, aber du kennst mich ja. Ich werde da dann wieder reinplumpsen. und dann sind wir tot. Aber unter uns müsste theoretisch Wasser sein. Eigentlich. Ne? So.
Okay, pass auf, ich mach die Ebene noch eben und dann, ne? Oder beziehungsweise bis die Spitzhacke kaputt ist. So, aber Gravel nehme ich noch raus. Lal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 a. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Ich gucke mir das dann gleich nochmal, wenn ich was schnabuliert habe, gucke ich mir das nochmal an. Wie viel wir jetzt noch brauchen vom Kobbel. Klar, natürlich hier mittendrin, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter reingehen mit Kobbel. Aber wenn das dann halt wirklich, okay, da ist es schon. Wenn es halt nur minimal ist, dann kann man es dann ja auch, ne? Dann kann man es ja dann, lassen. Ja, da geht halt noch komplett runter, ne? Ja. Ich würde gerne halt mal eben von der anderen Seite schauen. Aber ich glaube, das gestaltet sich ein bisschen schwierig hier. Ne, weil das echt ein blöder Winkel... Ah, hier ist ein guter Winkel, glaube ich. Ja, guck mal. Ja, hier geht's runter und dann ist es halt wirklich nur noch dieses Stück da. Viel dürfte es dann gar nicht sein. Ja, hier halt dieses Stück, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Gut, alles klar, ich geh mal zurück. Ich hau mir was zwischen den Kiemen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann, ne? Hoffentlich hat er sich dann nochmal ein bisschen besser berappelt hier. Alles klar, bis dann.